Hello and welcome back, everyone. Next up in line for Arts and Culture is Inke Arns. Inke is the health curator. Du hörst gleich den Talk Afrofuturism, Erzählungen über spekulative Zukunft vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Afrona und Siri. Afrofuturism and the exhibition Afrotech. A warm welcome for Inke Arns. Bitte einen Applaus für Inke Arns. Thanks, it's amazing. Danke, es ist schön hier zu sein. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und so weiter. Okay, ich werde kurz etwas über Afrotech sagen und über die Zukunft der Wiedererfindung. Es ist eine Ausstellung, die aktuell in Dortmund im Ruhrgebiet in der HMKV ausgestellt wird bis spät April. Und da ist eine Menge Gold in der Ausstellung. Also was ist die? Also worüber ist diese Aufstellung? Sie stellt Afrofuturismus in den Dialog mit alternativer Technologie und Vorstellungskraft. Die Spekulative darüber ist über die Kunst, die ausgestellt wird und wird konfrontiert durch die tatsächlichen Entwicklungen aus Maker-Scenes, aus der Maker-Space-Szene aus Afrika. Auch wenn die Kunst einen doppelten also die Geräte, die passieren, sind Beweis einer technologischen Entwicklung, die schon passiert. Die Ausstellung zeigt Afrika als ein Kontinent technologischer Innovation. Und ich werde später erklären, warum das so ist. Das ist nur ein Überblick der KünstlerInnen in der Ausstellung. 20 KünstlerInnen und 12 Tech-Projects in der Ausstellung. Sie werden zusammen vorgestellt. Und das werde ich später nochmal erklären, wie das so kommt. Bevor ich über die Ausstellung rede und ein bisschen tiefer in die Inhalte gehe, möchte ich ein bisschen erzählen über die Forschung, die ich gemacht habe vor dieser Ausstellung und die Forschung, die da sehr wichtig für war, dieses Projekt zu entwickeln. Also habe ich in 2014 mit Anne Bergner, meiner Kollegin, die Designprofessorin an der Universität Kunstuniversität Coburg ist, die sehr viel in Makerspaces, in der Maker-Szene geforscht hat. Wir sind in drei Länder gereist, dieses großen Kontinents, und wir sind nach Kenia, an der Ostküste, nach Südafrika, im Süden, und nach Nigeria, um zu forschen, was Menschen dort mit Technologie taten. Das war das erste Logo. Das war das erste Logo, das Anna entwickelt hat. Ich fand, das ist ein wirklich schönes Logo. Es zeigt offensichtlich die Silhouette des Kontinents mit einem Rad, was sehr wichtig ist, mit einer Satellitenschüssel, mit einem Helikopterrotor, einer Bewachungskamera, Lichtern und mit einem Kabel, das aussieht wie ein Elefantenrüssel. Als wir angefangen haben, hatten wir verschiedene Ideen und Wünsche. Wir wollten auf die Benutzung und Adaption und Neuentwicklung von Technologie schauen, auf neue Technologien in diesen drei afrikanischen Ländern. Und das war sehr interessant, denn in 2014, bevor wir dorthin gegangen sind, haben wir uns eine Menge durchgelesen im Internet. Zum Beispiel gab es diesen interessanten Artikel von Evan Zuckerman. Afrikanische Hacker sind die Tech-Innovatoren von heute. Dann gab es ich will euch nur auf diese Artikel aufmerksam machen, falls ihr Interesse daran habt.
Also wenn ihr wissen wollt, wer über sowas schreibt, über Technologie in Afrika. Also Eric Hersman von Nairobi hat diesen Blog erstellt, wo man sehr viele interessante Einträge finden kann. Das ist ein sehr wichtiger und interessanter Mann, Emeka Okafor. Er ist Teil einer sehr großen Gruppe aus Nigeria. Und er ist in die USA emigriert und er lebt jetzt in New York City. Und er ist einer von den Leuten, die angefangen haben, das Maker for Africa Projekt ins Leben zu rufen. Und er macht auch den Maker for Africa for Lagos in 2012. Und sein Online-Projekt ist Timbuktu Chroniken, heißt Timbuktu Chroniken. Ihr könnt euch auch da mal anschauen, was er macht. Das ist nur ein sehr schöner Poster, der in 2012 stattfindet, in einem Maker-Fair in Afrika, in Lagos, welches uns eine Menge Ideen gab, um anzufangen, unsere Forschung zu betreiben, wo wir mal hinschauen sollten. Okay, das ist noch ein anderer sehr interessanter Artikel. Du willst ein Internet-Billionär werden, zieh nach Afrika aus 2011. Und die Karte zeigt die projizierten Unterwasserkabel im Mai, also zum Stand Mai 2011. Ich werde nicht all das hier durchlesen, nur um euch kurz zu sagen, wir haben eine Art Fragen und Antworten geschrieben, bevor wir gegangen sind. Denn wir wollten sehr klar machen, woran wir eigentlich interessiert waren und woran eigentlich nicht. Und um euch eine Idee zu geben, wir waren daran interessiert, wenn Leute seltsame, interessante Sachen mit Technologie gemacht haben, mit Strom, mit Software, die sich nicht mit Firmenmöglichkeiten zufrieden geben aus dem globalen Norden. Und die aus dieser Frustration heraus angefangen haben, ihre eigenen Sachen zu entwickeln, ihre eigenen Lösungen. Und danach haben wir geschaut. Das ist nur mein erster Eindruck aus Nairobi. Und die Leute, die wir getroffen haben, waren sehr begeisternd. Zum Beispiel hier in Nairobi in Kenia haben wir diesen Eric Horseman getroffen, den White African, der zu diesem Zeitpunkt daran gearbeitet hat, den ersten Internetserver, der ohne Strom, also ohne permanente Stromzufuhr arbeiten konnte, zu entwickeln, was sehr wichtig ist in Afrika. Denn in manchen Ländern dort gibt es permanente oder häufige Stromausfälle und viele Leute benutzen Stromgeneratoren, die viel Benzin verbrauchen, um unabhängig vom Netz zu werden. Und mit dieser kleinen Maschine, also es war eigentlich ein Laptop, so wie der hier, es kann 2 Stunden oder 3 Stunden ohne Strom überleben, aber die Server für das Internet können das nicht. Und deswegen haben sie diese Maschine entwickelt, die eine eingebaute Batterie hat, im Prinzip. Das ist jemand anderes, den ich in Südafrika getroffen habe. Er hat dieses Projekt ins Leben gerufen, RoboHand heißt es. Und der Typ, der das ins Leben gerufen hat, ist Richard von Aas aus Südafrika. Das ist der Mann hier in dem gelben T-Shirt. Er hat als Schreiner angefangen zu arbeiten und irgendwann 2011 hat er einen wirklich schlimmen Unfall und hat sich die Hälfte seiner Hand weggeschnitten. Und als er dann ins Krankenhaus ging und er sich untersuchen lassen musste, ist ihm aufgefallen, dass er eigentlich gar nicht dafür bezahlen könnte, sich so eine künstliche Hand zu kaufen. Also hat er sich vorgenommen, einfach selbst eine zu machen, für sich selbst. Und zu dieser Zeit war 3D-Drucken gerade neu am Horizont erschienen. Und er hat eine Lösung erfunden für sich selbst, aber dann in dem Prozess diese voll mechanische Hand, also die ist überhaupt nicht elektrisch,
die aber voll funktionstüchtig ist, für sich zu machen, ist ihm aufgefallen, dass diese Lösung nicht nur vielleicht für ihn, sondern für andere funktionieren könnte. Und das war der Punkt, an dem er sich dazu entschlossen hat, die Dokumente online zu stellen. Und es ist für jeden zugreifbar, der einen 3D-Drucker hat. Und sie können es auf die eigenen Anforderungen anpassen. Diese grüne hier, die haben wir für die Ausstellung gedruckt in Dortmund. Okay, die fliegende Affe-Challenge war zu der Zeit auch sehr beliebt. Ich glaube, sie haben damit aufgehört, das weiterzumachen, wegen ein paar Wombat-Angriffen. Aber die Idee war grundsätzlich, wenn du keine Infrastruktur hast, also keine Straßen und sowas, wieso nicht einfach Transportdrohnen benutzen? Ein anderes sehr interessantes Projekt ist ein Projekt, das auf der Make Africa in Lagos 2012 präsentiert wurde. Das ist ein Projekt von vier Schulmädchen, die einen Generator gebaut haben, also einen Energiegenerator, der nicht mit Öl, sondern mit Urin betrieben wird. Und scheinbar kann man 6 Stunden Strom aus 1 Liter Pisse machen. Sie waren gerade dabei, das in ihr Schulsystem einzubauen. Zu dem Zeitpunkt. Um euch ein paar Ideen zu geben, die von dieser Forschungsreise entstanden sind. Sehr oft hatte ich das Gefühl, okay, also da ist wirklich ein Mangel an Infrastruktur, an Material. Da ist kein, also es gibt nicht einfach überall sowas wie einen Geldautomaten. Vielleicht auch keine Straßen, die gut sind oder gut genug sind, um sie täglich zu benutzen. Also da ist wirklich ein physikalischer Mangel an Infrastruktur. Und was mir aufgefallen ist, es geht nicht darum, aufzuholen. Es geht eher darum, es sozusagen zu überspringen. Also sozusagen direkt in das nächste Level einzusteigen und nicht zu versuchen, hinterherzulaufen. Also direkt Wireless Networks und nicht irgendwie erst LAN. Manche von euch können vielleicht wissen, dass M-Pesa sehr früh eingeführt wurde dort. Das ist eine Art und Weise, wie man mit seinem Mobiltelefon bezahlen kann, ohne dass man einen Bankaccount braucht. Natürlich war der Nutzen von mobilem Telefonieren oder ist sehr weit verbreitet in Afrika. Und deshalb viele Ideen virulent, so to speak. Wurden wir sehr virulent. Einfach auf diese Idee, direkt auf die nächste Stufe zu springen. Für das Projekt bedeutete das, das, was ich in diesen 3 Ländern gesehen habe, hat nicht so wirklich gepasst zu dem, was du normalerweise in den Medien siehst, also im Fernsehen oder in der Zeitung. Du liest immer nur viel über, da ist Hunger, Armut, korrupte Regime. Also das existiert sicher alles, keine Frage. Aber da ist noch was anderes. Als wir die Eröffnung der Ausstellung hatten, sagten wir, wisst ihr, da ist auch Normalität in Afrika. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, Afrika als den Kontinent der technologischen Innovation zu präsentieren. Es ist eine andere Richtung von Extremen. Ihr fragt euch vielleicht, wie das Afrofuturism in diese ganze Sache gekommen ist. Lange wusste ich nicht, was ich damit machen soll, mit diesen Ergebnissen, die ich gefunden habe. Ich war sehr unsicher, wie man das ganze Projekt weiterentwickeln kann. Und dann habe ich mit einem Kollegen von mir angefangen zu reden. Es war Fabian Savidralava. Und er, ich hatte irgendwie das Gefühl, mir fehlt irgendwie ein Narrativ. Also diese Idee, aufs nächste Level zu springen, ist eine nette Idee, aber die Idee, Afrika als Kontinent der technologischen Innovation zu zeigen, ist auch sehr interessant, aber irgendwie, da war ein Mangel an rotem Faden.
Und Fabian, ja, Fabian hat vorgeschlagen, mal, dass ich mir mal Afrofuturism anschauen soll. Was ist denn das? Es kommt eindeutig nicht aus Afrika, das ist sehr interessant. Sondern das ist eine Science-Fiction-Erzählung, die in den 1950ern in den USA erschaffen wurden. Das ist die afroamerikanische Kultur. Und einer der Protagonisten ist Sun Ra, ein Jazzmusikant, der immer behauptet hat, vom Saturn zu kommen. Nicht aus von der Erde, sondern vom Saturn. Und wie du siehst, fand es toll, wie ein Pharao sich einzukleiden. Und diese beiden Referenzen waren sehr wichtig. Die Referenz zu im antiken Ägypten, also Hochkultur in Afrika, und gleichzeitig die Referenz an den Weltraum. Und das sind zwei wichtige Referenzen für Afrofuturismus, denn die findet ihr auch in ziemlich vielen Science-Fiction-Geschichten. Und wenn du deinen Ort in dieser Zeit nicht haben kannst, dann ist Afrofuturismus da, um alternative Räume und Zeiten zu zeigen. Und das ist, warum Raum, Weltraum, ein alternativer Ort ist. Und die Bewegung in die Zukunft oder die weit entfernte Vergangenheit eine Option ist oder wichtig wurde im Afrofuturismus. Hast dich vielleicht gefragt, warum wir so ein merkwürdiges Design haben? On the right-hand side, it's the building. Rechts ist das Gebäude, in dem wir sind. Es ist das Dortmunder U, die alte Gewerkschafts-irgendwas. Und da ist das wunderschöne Logo oben drauf, das halt Union, also es ist eine Biermarke. Und unsere Designer haben diese Parallele gefunden in Sun Ra's Kopfschmuck. Und darum haben wir das Design so entwickelt. Lass mich euch ein bisschen erzählen über die Ausstellung. Also John Ankomfras, kurze experimentelle Dokumentation, der letzte Engel der Geschichte, sieht sich die Beziehung zwischen panafrikanischer Kultur, intergalaktischem Reisen und schnell entwickelnder Computertechnologie da. Der Kurzfilm Afronauts vom guineanischen Regisseur Francis Podomo sieht sich die tatsächliche Geschichte eines geplanten Weltraumprogramms der 60er in Sambia an, als politische Utopien mit technologischen Fortschritten zusammenkamen. Das ist die Geschichte einer 17-jährigen Mädchens in Sambia, das irgendwo hingeschickt werden soll. Zum Mond. Ja. Und Kuluanji Kia Henders Fotografien zeigen, futuristische Fotografien von Luanda und diese Postkolonialgebäude werden in Icarus 13 als Beweis für die ersten afrikanischen Reisen zur Sonne gesehen. Gavani Kivanga in ihrem Sun Ra Wiedereinbürgerungsprojekt plant dann Sun Ra wieder zu seinem ursprünglichen Planeten zu bringen, Saturn. Der ist dann, also Sun Ra ist 1993 gestorben und hat behauptet, vom Saturn zu kommen und die Philosophie des Astro-Schwarzen zu weiterzubringen, die seine Herkunft als Außerirdischen beweisen sollte. Und dann gab es da Interviews mit Wissenschaftlern im SETI-Programm, die nach außerirdischem Leben suchen, um was man braucht, um zu beweisen, dass Sun Ra wirklich zu seinem Ursprungsplaneten zurückgekehrt ist.
Und sie hat das tatsächlich dann geschafft zu beweisen, natürlich. Wenn wir uns das Werk des Cosmic Milk, also das Ra nochmal anschauen, gibt es das Phänomen des Soda Jerk, das die Verbindung zwischen Science Fiction und Sozialpolitik in der schwarzen Kultur ist. In der Ausstellung ist Astro Black gezeigt als ein 4-Channel-Video in verschiedenen Versionen, die auf 2 verschiedenen Bildschirmen angezeigt werden und wechseln. So, das war eine Auswahl der Projekte, die mit Weltraum zu tun hatten, mit Weltraumreisen. Wir haben auch noch viele Projekte, die mit der Unterwasserwelt sich auseinandersetzt, mit dem Atlantik. Und das werde ich auch noch euch 2, 3 Stück von zeigen. So, Dexia, die ist ein Detroit-Techno-Künstler, der Welten erfunden hat, inspiriert durch Afrofuturism in vieler seiner Konzeptalben. In der Veröffentlichung Drexia geht es auch um eine legendäre Stadt unter der Erde, unter Wasser. Also der Name dieser Stadt heißt so. Dieses afrofuturistische Atlantis wird von schwangeren Frauen beherrscht, die während im Sklavenhandel wegen der Überquerung des Atlantiks ermordet und über Bord geworfen wurden. Und ihre ungeborenen Kinder haben dann überlebt und haben dann die Möglichkeit entwickelt, unter Wasser zu atmen und zu leben. Und sie haben eine unbekannte Unterwasserzivilisation gegründet, die utopische Technologie besaß. Der in Südafrika befindliche Artist Tabia Razer hat sich mit verlorenen Geschichten und Gedanken aus in der Ära des Kolonialismus beschäftigt. Der Titel des Werks ist Deep Down Tidal. Das beinhaltet auch das tiefe Wasser, die globale Struktur unseres Internets und unserer digitalen Kommunikationsstruktur. Sie überlegt ein Layer drüber. Sie findet die Parallele zwischen den Unterwasserkabeln und den Routen der Sklavenschiffe, die früher von Westafrika in die sogenannte Neue Welt geschifft sind. Der Simon Rittmeier, ein Filmmacher, hat in seinem Film Drexia, den ihr auch heute Nacht sehen könnt, erzählt die Geschichte über Science Fiction durch Bilder, die in den Medien sich im Kreis drehen über die Diskussion der Flüchtlingskrise. Was ihr auch noch heute Abend sehen könnt oder heute Nacht sehen könnt, ist ein Film. Also heute Nacht gibt es 3 Filme. Das ist ein Programm, das ich euch am Ende noch auf einer Folie zeigen werde. Das ist Nackte Realität von Jean-Pierre Beccolo. Das ist ein afrofuturistischer Science-Fiction-Film, 150 Jahre in der Zukunft. Die Städte in Afrika sind zusammengewachsen, um eine gigantische, dystopische Megastadt zu gründen. Der Protagonist, also Junita, verlässt das Haus an einem Morgen und sie weiß, dass ihr erstes Gebet an ihre Ahnen eine Reise initialisiert hat zu einer Welt, die man nicht sehen kann. Louis Henderson, das ist der 3. Film, den ihr heute Nacht sehen könnt. Lettre du Voyant. Letters of the Seer. Briefe der Seher ist eine Geschichte, die über Technologie geht. Der Narrativ des Films geht um eine mysteriöse Praxis, die Sakawa heißt. Internet-Scam, Massen-E-Mail-Spamming, das mit Voodoo-Magic in Verbindung steht. Fabrice Montero comments
kommentiert, er ist ein Fotograf, kommentiert auf Umgebungszerstörung in Afrika, die Prophezeiung. In seinen Bildern zeigt er fantastische Wesen, hier zum Beispiel jemand aus Dakar, in apokalyptischen Landschaften. Wir zeigen vier dieser Bilder hier und das ist eines davon, das geht eindeutig um Computermüll. Es kommt langsam zum Schluss. Die 12 Tech Projects, die wir hatten, also die Tech-Projekte, die sind sehr weit verteilt, was die Fläche angeht. Ich habe euch schon über Brick erzählt aus Kenia. Das ist ein Internetserver, der halt eben den Internetzugang gewährleistet, auch wenn der Stromzugang nicht sichergestellt ist. M-Pesa aus Kenia ist eine Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen, was mit Mobiltelefon funktioniert, wofür man keinen Bankaccount braucht. Und das Projekt UkoWapi aus Deutschland, also die Leute, die das entwickeln, arbeiten hier in Deutschland und Afrika. UkoWapi bedeutet so viel wie, wo bist du? Das ist eine innovative App für Adressen, was auch Positionen findet, ohne dass es ein festes Adresssystem gibt. Ein anderes interessantes, wichtiges Gebiet ist das von Gesundheit und Medizin. Ich habe euch schon RoboHand gezeigt. RoboHand ist eine Prothese, Finger, Hände, Beine, die man selber bedrücken kann mit 3D-Druckern, die sehr viel weniger kosten als konventionelle medizinische Prothesen. Gifted Mom ist eine App, die schwangeren Frauen Informationen geben für sexuelle Bildung. Chowberry bekämpft Hunger durch innovativen Gebrauch der Verfallsdaten von Produkten. Das könnte auch hierfür sehr interessant sein. Der Erfinder Oscar Eponyuwa will vermeiden, dass Müll Essen weggeschmissen wird. Dann ist da noch CardioPad, das mit medizinischen Diagnosen hilft, da in Regionen, wo es wenig Leute, Menschen wohnen, und stellt eine direkte Connection mit medizinischen Spezialisten her. Yorkaliscope aus Kenia ist ein total funktionales Mikroskop, das auch ein 3D-Printer ist. Shirike Hub, und das ist Henry Nyakarunda aus Ruanda. Er hat einen Solarkiosk gebaut, den Leute benutzen können, um ihre Telefone aufzuräumen, ihre Mobilgeräte. Und Henry kam auch nach Dortmund. Wir haben eine Woche Festival gehabt und haben mehrere der ErfinderInnen eingeladen. Und Henry hat mir erzählt, dass er diese Kiosk gebaut und die dann verleiht an Menschen. Menschen können diese Kioske verleihen und damit dann Geld verdienen, Telefone wieder aufzuladen. Der hat mir dann erzählt, oh, ich gebe keine Arbeit zu jungen Männern, sondern vor allen Dingen zu jungen Frauen, sondern vor allen Dingen jungen Müttern, weil die sehr verantwortungsbewusst sind. Also hat er halt besonders viele junge Mütter in der Beschäftigung, die diese Kioske benutzen. Betreiben. Ja, hier ist ein Video über die Ausstellung hier. Es sind ein paar interessante Artikel, die über unsere Ausstellung veröffentlicht wurden. Die Filmverführungen, die ich euch zeigen möchte, sind von diesem Tag an jede Nacht um 10 Uhr diese drei Filme in der Video-Lounge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich bin hier noch für Fragen, falls ihr welche habt. Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal, Inke. Thanks a lot. Just one remark, the video lounge is in the art and play area over there. And also for those of you who are interested, all of Sunra's albums are freely available on openculture.net. And I think it would be a perfect thing to do after Chrome Breath to zone out a bit.